Ibe hat seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen und vor allem tut sich Ibe schwer mit dem Toreschießen. Diese erste Szene unterstreicht dies nun. Aber es ist schon so. Seit mehr als einem Monat haben die Young Boys nicht mehr ins gegnerische Tor getroffen. Und das, obwohl sie sich mit ihrem Einsatz immer wieder beste Chancen herausspielen. So wie auch heute wieder. Berisha übersprintet Heile. Nur der Abschluss. Ibes Sorgenkind. Die St. Galler trugen bis dahin wenig zum Spiel bei. Sie beschränkten sich aufs Kontern. Und das können sie. Gané. Mit wenig Aufwand gefährlicher als das engagierte Ibe. Die Berner spielten so, wie sie im Herbst zur Überraschung aller bis an die Tabellenspitze gejagt waren. Mit viel Witz, aufwendig. Nur heute drohten sie damit immer wieder in Schönheit zu sterben. Und St. Gallen? Die Ostschweizer wurden nach und nach ein wenig frecher. Jairo und Mokoena im Doppelpass. Colavici dazwischen. Dieser stand jetzt ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Guido. Der nächste Weitschuss. Und wieder Paolo Colavici. Ibe hatte mehr vom Spiel, St. Gallen war gefährlicher. Trotzdem stand es zur Pause 0:0. Die zweite Halbzeit und hier ging selbst dem Kameramann zu schnell. Ibe gleich wieder mit Rang Richtung Finalrunde. Sermetter. Der Ball wollte und wollte einfach nicht rein. Gürkan Sermetter schießt Stöckli an. Von St. Gallen sah man jetzt kaum mehr etwas. Ibe bestimmte das Geschehen. Sermetter. Der Ball bei Berisha. Wieder nichts mit dem Ibe-Tor. Aber die Berner drängten jetzt auf den Sieg. Ein Unentschieden konnte ja immer noch den Fall in die Abstiegsrunde bedeuten. Patrick. Ein weiteres Souvenir für die Zuschauer. Aber weiter ging's. Immer nur Richtung St. Galler-Tor. Sermetter, der Ball fällt ihm richtig gehend vor die Füße. Nur mit dem Tor, es war wie verhext. Die Zeit rannte Ibe davon. Immer noch 0:0 und die letzte Minute lief bereits. Fion. Und was war denn das? Da war doch tatsächlich die Hand im Spiel. Marco Walker erbrachte den Ellbogen nicht mehr rechtzeitig weg. Penalty. Und das war der Matchball. Ja, was heißt der Matchball? Das war der Ball für die Finalrunde. Für einen sorgenlosen Frühling. Gürkan Sermetter musste nur treffen. Sermetter gegen Stöckli. Sermetter gegen die Abstiegsrunde. Gürkan Sermetter schießt Ibe in die Finalrunde. In der letzten Minute. Und wenn es aus dem Spiel nicht geht, dann geht's halt mittels Penalty. Wir haben alles gemacht für den Sieg. Am Schluss war es ein Penalty. Das Glück muss man sich manchmal zwingen. Und wir haben das ab. Wenn man die ganze Saison anschaut, haben wir, glaube ich, die Finalrunde-Qualifikation absolut verdient. Und dem Elfmeterschützen hatten am Ende nicht einmal die Knie gezittert. Der Trainer sagt mir immer, übernimm Verantwortung, habe ich gemacht.